Hallo an das Skorpion-Kollektiv, ich grüße dich herzlich zu deiner Monatslegung. Mein Name ist Jacqueline und wenn du im Sonnenzeichen, Mondzeichen oder Aszendenten Skorpion bist, dann könnte diese Legung für dich relevant sein. Wir schauen mal, was bringt der September, was zeigt sich, was kommt auf dich zu, worum geht es und zu Beginn möchte ich mich natürlich wie immer bedanken für alle Likes, alle Kommentare, alle Abos. Vielen, vielen Dank. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, herzlich willkommen. Und wenn du schon lange auf meinem Kanal bist, auch herzlich willkommen. Ich bedanke mich herzlich. Alle Informationen, weil das ist natürlich eine kollektive Kartenlegung. Es kann nicht alles mit dir resonieren. Also bitte immer auf deine persönlichen Belange umlegen. Solltest du wirklich interessiert sein, an einer persönlichen Legung, also wirklich im 1:1 via Zoom oder per Sprachnachricht, dann melde dich. Auch das findest du wie alle Kartendecks unten in der Infobox. Und ich starte jetzt. Die Legetechnik ist das keltische Kreuz. Und wenn du das Mischen und Auslegen überspringen möchtest, dann schau unten beim Timeslot und wir sehen uns gleich. Und ich verbinde mich mit dem Skorpion-Kollektiv. Sonnenzeichen, Mondzeichen, Aszendent und den Monat September. Worum geht es hier? Okay, da merke ich aber direkt schon ein ganz starkes Gefühl. So, meine Lieben, liebe Skorpione, der mir noch zugehört hat beim Mischen, ich habe zu Beginn wirklich schon ganz stark das Gefühl empfangen und auch tatsächlich gesehen, das Gefühl von Schuldgefühlen, das kam auf und es hat sich echt so ein bisschen gezeigt, Sakralchakra und Solarplexus wie so ein Druck, wie so ein ungutes Gefühl, was man so hat, wenn man irgendeine Situation oder ein Gespräch hatte und dann verfolgt das einen, weil man vielleicht was Falsches gesagt hat oder weil der andere was Unangenehmes gesagt hat und es hat einfach so ein schlechtes Gefühl. Und diese Schuldgefühle, dass man vielleicht irgendwas gemacht hat, das begleitet einen so ein bisschen. Wir schauen jetzt einfach mal, liebe Skorpione, was zeigt sich hier im September? Worum geht es? Ritter der Schwerter und das Buch. Also Ritter der Schwerter ist natürlich eine Situation, es kann aber natürlich auch eine Personenkarte sein, es ist sehr wahrscheinlich, dass es hier um eine Person geht, von der du etwas erfährst. Ein Geheimnis wird gelüftet, vielleicht wird dir ein Geheimnis zugetragen oder du beschäftigst dich mit etwas oder mit der Person, weil du etwas wissen möchtest. Das könnte natürlich auch sein. Der Ritter des Schwerters ist natürlich so eine Energie, die schon sehr klar auf einen zukommt, mit klaren Worten, mit klaren Ansagen. Also es dreht sich hier schon um eine Klarstellung vielleicht. Das könnte auch sein. Ich hätte direkt mal eine Klärungskarte auf den Ritter des Schwerters. Wohnzimmer. Es könnte in deinem häuslichen Umfeld sein. Vielleicht hast du mit
Freunden, Familie zu tun, mit deinem Partner zu tun. Also das, worum es hier geht, um Wissen, was du erfährst oder was du haben möchtest, bekomme ich hier. Ja, das liegt sehr nah in deinem Häuslichen. Wir schauen mal, was es hier kreuzt. Wir haben wieder das Haus und wir haben den Herrscher. Ah, das ist natürlich zweimal sehr auffällig, die 4. Es geht hier um Sicherheit, Stabilität. Es geht hier vielleicht um die Familie. Es geht hier vielleicht um den Vater oder eine Vaterfigur, ne, die sich hier auch wieder spiegeln könnte. Es könnte aber auch wirklich um Angelegenheiten gehen, ja, die natürlich mit Finanzen zu tun hat, aber ich bekomme es eher mit Ordnung, mit Struktur, mit Regelungen der Sicherheit, vertragliche Sachen. Ja, mal schauen. Was ist hier in deinem Bewusstsein? Der Narr ist in deinem Bewusstsein. Das heißt, du erhoffst dir eigentlich schon Leichtigkeit. Du hoffst, dass das hier geregelt wird. Oder vielleicht ist der Herrscher auch eine Person, die dich unterstützt, die dir Leichtigkeit bringt. Also in deinem Bewusstsein ist, okay, das, worum es hier geht, das geschieht schon, ja, da machst du dir eigentlich nicht so viele Gedanken drüber. Ja. In deinem Unterbewusstsein, wow, da haben wir den König der Schwerter. In deinem Unterbewusstsein ist der Wunsch schon nach Klärung. Nach Klärung, ne? Wir haben hier den Ritter der Schwerter, hier ist der König. Also es geht hier um etwas, was du eigentlich geklärt haben wollen möchtest. Und vielleicht hast du dafür noch nicht alle Informationen, weil das Buch hat mehr als Spiegelung des Themas, also es geht hier aber schon um Klarheit schaffen, um seine Meinung vertreten. Etwas aus der Vergangenheit, wieder ein König, König der Stäbe. König der Stäbe, also es kann hier um ein oder mehrere Personen gehen. Wir haben jetzt hier eigentlich schon 4 Personenkarten. Also es dreht sich hier vielleicht um mehrere Leute oder wirklich um eine und bisher habe ich so das Gefühl, diese Person ist dir in der Vergangenheit eigentlich immer wohlgesonnen, hat dich unterstützt, hat dir viele Impulse gegeben, vielleicht habt ihr kooperiert, zusammengearbeitet und da muss jetzt etwas geklärt werden. So bekomme ich das gerade. Also es würde hier Klärungsbedarf sein. Wir schauen jetzt mal, was hier als nächstes kommt im September. Rat des Schicksals und die Berge. Da möchte ich direkt Klärungskarten drauf ziehen. Aber für das Rat des Schicksals, worum geht es hier? Um das große Glück. Und die Berge, worum geht es bei den Bergen? Gute Dame, wir haben wieder eine Personenkarte. Okay, das ist interessant. Also, es ist so, dass es gut sein kann, dass sich diese Situation mit der Person, worum es hier geht, irgendwie im Kreis dreht. Dass es immer wieder kommt und hieraus darf dir etwas bewusst werden aus diesem immer wiederkehrenden. Also wenn es hier wirklich entweder mit einer Person oder einer Situation sich immer wieder wiederholt und bitte lege es auf deine persönlichen Belange um, dann sollst du hier etwas erkennen und du sollst hier etwas durchbrechen. Und zwar dieses Hindernis. Das kann hier mit einer Frau oder einem Mann zu tun haben, also mit einer weiteren Person. Dir soll hier etwas klar werden, ein Muster. Du stehst dir selber mit dieser immer wiederkehrenden Situation selber dem Glück im Weg. Und ich bekomme hier so, dass du jetzt ja, auf dieses Hindernis oder was auch immer hier das Problem zu sein scheint, draufblicken sollst und etwas erkennen darfst. Und da könnte hier der Hinweis sein, dass du hier aus der Vogelperspektive einfach mal neutral auf diese Situation schauen darfst. Deine Einstellung zu dem Thema 9 der Stäbe. Es könnte etwas sein, und das könnte diese Energie zu Beginn sein, die ich bekommen habe, dass man Schuldgefühle hat, dass hier eine Last
auf den Schultern liegt, dass dir etwas zu viel ist, vielleicht zu oft immer wiederkehrend, etwas, wo du weißt, das möchtest du nicht mehr weiter tragen, du möchtest da rausgehen und du möchtest hier etwas klären. Also ich bekomme hier wirklich immer wieder dieses Klärung mit einer Person, mit einer Situation. Ja, das bekomme ich hier tatsächlich immer wieder rein. Was kommt von außen? Wieder die Startkarte, 7 der Stäbe. 7 der Stäbe ist diese Energie, du kämpfst hier und bist in einer guten Situation, aber dennoch ist es hier anstrengend, weil sich immer wieder zu rechtfertigen, sich immer wieder durchzusetzen, immer wieder, ne, diesen Kreislauf wieder durchzuleben. Aber ich habe so das Gefühl, du bist jetzt schon so in deiner Kraft, dass du jetzt auch bereit bist, das Muster hier zu durchbrechen. Und wir schauen jetzt mal deine Sorgen, Hoffnungen, Wünsche, Ängste. Da haben wir die 5 der Kelche. Ja, du hast hier Angst, dass auf emotionaler Ebene hier jetzt etwas verloren ist. Dass du vielleicht auch etwas falsch gemacht hast, dass das jetzt verloren ist, dass die Freundschaft verloren ist, dass der Kontakt verloren ist, dass die Situation jetzt verloren ist, wo eigentlich hätte noch was Schönes draus wachsen können, wie auch immer, in welchem Bereich es sich ja bei dir auch handelt, ob es die Liebe ist, ob es die Freundschaft, Familie oder Job ist. Du hast hier Sorge, dass es hier nicht gereicht hat. Als würde ein kleiner Moment ein etwas viel größeres Unterfangen hier für immer aufgehoben haben. Davor hast du so ein bisschen Sorge. Also vielleicht in einer Beziehung oder Freundschaft ein falsches Wort und jetzt ist die ganze Freundschaft hin. So bekomme ich das so ein bisschen. Liebe Skorpione, wir schauen jetzt mal auf das Ergebnis der Legung hier im September. Oh. 5 der Stäbe, die Stabenergie, das ist die Konfliktekarte, sich durchsetzen, Meinungsverschiedenheiten, Kämpfe mit hier. Der Kommunikation mit den Vögeln, mit Tratsch, mit Klatsch, mit etwas wird hier weitergetragen, aber hier auch mit Kommunikation, sich wehren über die Kommunikation, eine Aussprache, ein Kampf, ein sich rechtfertigen. Eine Karte für die 5 der Stäbe. Trübe Gedanken, ja, das ist hier, kommt es vielleicht zur Aussprache oder zu einem Gespräch und irgendwie macht dich das nicht schlauer. Du hoffst ja eigentlich so auf eine Erlösung, du hoffst hier so, ne, das ist eigentlich nicht so schlimm. Aber vielleicht ist das so, wie sich das entwickelt, dass du dir noch mehr Gedanken über diese Person oder Situation machst. Kommunikation auf die Vögel, eine Reise. Vielleicht ist es so, dass du hier tatsächlich dich verabschiedest von einem Thema, von einer Person, einer Situation oder einfach von diesem Negativen. Dass du sagst, komm, vielleicht hat hier Kommunikation und Streit hier, das hat eigentlich keinen Sinn und du gehst, also diese Reise deute ich dann vielleicht in den Rückzug oder sagst auch einfach mal nichts dazu. Auch hier haben wir natürlich im Ergebnis der Legung eine schon sehr, ja, ich sag mal herausfordernde Energie. Wir schauen jetzt mal am unteren Kartenrand. 2 der Schwerter. Das ist auch so die Energie, wo eine Entscheidung mit drin ist, wo ein Schleier fällt, was du nicht siehst. Und ich bekomme das hier schon so, dass vielleicht dieser Streit oder diese Gespräche oder das, was an Worte fällt oder was gefallen ist, notwendig waren, damit du hier etwas erkennst, damit du hier vielleicht, auch selbst wenn du derjenige warst, der vielleicht etwas gesagt hast, wo du nachher dachtest, du das bereust so ein bisschen, aber letztendlich musste das hier so sein mit dem Rat des Schicksals, weil sonst hättest du oder das, was sich aus diesem Wort oder Gespräch entwickelt hat, sonst hättest du das vorher nicht erkannt. Sonst, ja, wärst du weiter irgendwie in so einem Rad gewesen und hättest nicht erkannt, was wirklich dahinter steckt, hinter der Situation, hinter der Person, wie auch immer. Und ich möchte hier tatsächlich eine Orakelkarte nochmal auf das Ergebnis der Legung. Was ist hier das Ergebnis der Legung für die Skorpione?
im September. Das passt. Vergebung. Zu Beginn habe ich gesagt, ich habe das Gefühl von Schuldgefühlen bei dir wahrgenommen. Hier gilt es, dir oder jemand anders dafür zu vergeben. Also wirklich aber von tiefstem Herzen reinzuspüren und zu sagen, ich vergebe mir dafür, wenn ich hier was Falsches gesagt habe, oder ich vergebe der Person dafür, wenn sie mir etwas Unschönes gesagt hat. Also es geht hier um Vergebung und ich hätte hier gerne noch einen Rat der geistigen Welt für die Skorpione zu dieser Legung im September. 2. Purity, Simplicity. Und das bekomme ich hier auch mit der Nahenergie, das kann man eigentlich schön dazwischen legen. Bleib hier weiter in der Leichtigkeit. Ne? Zerdenke viele Sachen nicht, verdenke diese Situation nicht oder eine Person. Warum hat sie das gesagt? Warum habe ich das gesagt? Geh hier wirklich wieder in die Leichtigkeit. Hier möchte sich etwas ausreinigen, ne? Auch mit dem Rad des Schicksals. Das wird jetzt hier weiter gedreht, ein Zahnrad dreht sich und es geht hier in eine neue Beschaffenheit. Und meine Hände werden ganz warm und das kenne ich, wenn ich Energieheilungen oder Sitzungen gebe. Es möchte ja etwas geheilt werden und vom Gefühl hat es aber viel mit dir zu tun. Ein Anteil vielleicht von dir möchte geheilt werden. Und da ist es ganz wichtig, hier auch wirklich in die Vergebungsenergie zu kommen, was auch immer hier geheilt werden soll. Vergebung ist hier unter anderem auch der Schlüssel. Eine Gefühlskarte noch zum Schluss für die Skorpione im September. Verwandlung. Ja, das passt ganz gut, weil hier möchte etwas transformiert werden, etwas verwandelt werden und das kann auch mit einer inneren Einstellung zu tun haben, mit deinen Gefühlen. Du darfst hier auch mal was anderes fühlen, aber du darfst dann auch wieder in die Leichtigkeit kommen und letztendlich bist du auch der Schlüssel dafür, denn du hast die Kraft, deine Gefühle und deine Gefühlslage zu verwandeln, wieder in was Schönes. Ja, liebe Skorpione, ich bin gespannt, was bei jedem Einzelnen natürlich sich im September zeigt. Vielleicht macht es Sinn, die Legung zu Beginn, in der Mitte, zum Schluss nochmal zu sehen, um wirklich hier nochmal zu spiegeln, um was es sich hier handeln könnte. Vergib dir selbst, solltest du derjenige gewesen sein. Vergib anderen, wenn hier jemand dich vielleicht irgendwo verletzt hat und komm in die Leichtigkeit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ich wünsche dir von Herzen einen wunderschönen September und sage bis ganz, ganz bald. Mach's gut.